Aber da ich Admin bin, Farm Manager, ja, lange Nase. Eigentlich könnte ich auch zum Farm Manager machen. Hat jetzt nur nicht so viel, wirklich viel Vor- und Nachteile, außer dass du dann auch alles kannst. Nee, ich bleib hier nie. So, wo gingen die Plane zu? Da. So, hat der Überladewagen auch seine ersten Dienste abgeleistet? Bin über Freiklasse 8. Nee. Mitglieder. Wie schön. Seite. Ist der Flug an der Nase hängen geblieben. Unten auf dem Boden, obwohl ich mir angehoben habe. Okay. Müsste Der B. Deutz gehört eigentlich da drüber, weil das ist ein kleinerer Traktor. Also 34 fange ich an. Der gehört direkt hier neben den schicken Fendt. So. Was? Da ist er. Jetzt habe ich ihn wieder. So. Geschafft. Dann schmeiße ich jetzt den Helfer hier auch raus. Ach, guck mal einer an. Jetzt ist der hier auf der 47 schon teilweise unterwegs. Der sieht nämlich diesen schmalen Streifen hier zwischen den beiden Feldern nicht so wirklich. Das ist das, was ich meinte. Ist bescheiden, oder? Das ist wirklich doof. Okay, ich sag mal so, es ist ja noch Schaden zu, also der Schaden ist begrenzt dadurch, dass er ja keine Fruchtzerstörung macht. Och nee, ey. Wir haben ein verbuggtes Feld. Inwiefern? Hier auf 48, ich kann den Rest nicht pflügen. Der kommt hier nicht rein. Kommt hier einfach nicht rein in die Ecke. Außerhalb der Karte oder? Ja, hier, ich steig mal aus, komm mal her, spring mal rein und steig mal aus, dann zeige ich es dir. Den JCB. Ja, ich kann den noch so hier rüber zerren. Er macht nicht wirklich, gucke. In meinen Augen ist der Flug auch in der Luft. In meinen Augen auch. Dann spinnt der Flug. Stimmt, das hatten wir irgendwo schon mal, glaube ich. Ist er Ja, jetzt ich habe wieder? das schon mal gehabt auf der Nordfriesischen. Da habe ich den Blitz schnell wieder entfernt. Aber er hat bis jetzt ja die ganze Zeit funktioniert. Ja, bei mir auf der Nordfriesischen auch alles Mögliche, bis auf bloß ein oder zwei Felder waren, das wo ein bisschen rumspannen. Aber ich sag mal so, ich könnte ja mit dem anderen mal vorbei. Jetzt ist die Frage, wenn ich den einfach mal zurücksetze, ob das dann weg ist. Mysteriös. Flug zurücksetzen. Bin ja in der Nähe vom Händler. Fahren wir da mal eben hin. Ich habe jetzt eben gedacht, das liegt am Feld. Und als du mir jetzt sagtest, der schwebt, habe ich es erst Ja, der gepeilt. hatte gar keinen Kontakt mit dem Boden, also konnte er nicht.
Aber wo das jetzt herkam, weil er eigentlich funktioniert, ne, der schwebt immer noch. Ja, liegt Kann das das jetzt am Flug oder? an ja ich habe das nee, nicht auf der Notrise, ich hatte das auf der ne? Standard-Map, nicht Ravenpop, sondern na, Felsbrunnen. genau, Felsbrunn habe ich das gehabt. Da habe ich diesen, was waren das? 77 irgendwas da, der rote da. Traktor da gehabt und der hatte den Flug anscheinend zu hoch oder zu niedrig angenommen. Der hat den also über seine hier Achse mit den Reifen, hat er den in die Luft gedrückt. Okay. So wieder hochgedrückt. Somit konnte der gar nicht auf den Boden kommen. Hier Anton mit seiner ich kann schwer heben Mod, ne? Ich schmeiß gerade mit dem Flug um mich. Au, voll auf den Kopf. Ja, es ist natürlich wieder Geld, was uns eigentlich durch die Lappen. Ich würde den jetzt verkaufen und es nochmal probieren, den zu kaufen. Vielleicht ist er nicht für diesen Traktor gedacht. Weißt du, mein, dass die Anhängerkupplung oder irgendwie die da, wo du dran bist, dass der Winkel nicht stimmt mit der Achse. Na, vorne passt es ja, der schwebt ja eigentlich nur, also er steht jetzt ja auch wieder sehr merkwürdig Du bist beim, beim ich Shop. hab dich, komm mit dem 10,50. Er schwebt ja hier genauso in der Luft. Ich vertick den jetzt mal. Kauf den nochmal, wenn es jetzt wieder rumbackt, dann, keine Ahnung, dann schreibe ich mir das Geld auf jeden Fall gut. Wenn wir jetzt irgendwie einen Spielfehler haben, das sehe ich dann nicht ein, dass wir das von unserem Geld bezahlen. Ja, nee, das wäre ja dann ein bisschen zu vieles. Eigene Fahrzeuge, so, wo ist er? Ja, wir haben aber auch schon eine gute Armada an Sachen hier. Ist Wahnsinn. So, den verkaufen wir jetzt für 39,7. Und er kostet uns neu 59. Also 20.000 hätten wir jetzt Differenz. Wenn er jetzt natürlich nochmal rumspackt, sind wir bei 40.000 Differenz, wenn ich den jetzt auch gleich wieder verkaufe. Servus, Chef. Kaufen. So. Der fliegt auch jetzt schon, oder? Ja, der fliegt jetzt auch schon wieder ganz direkt. Steht auch nicht mehr auf dem Boden. Jetzt aber im Moment. Ich klappe ihn mal wieder zusammen. Der ist jetzt unten. Im Moment ist er auf dem Boden, ja. Ja. Kann das sein, dass Jetzt fängt er wieder an zu schweben. der vorne? Weiß, dass der den zu hoch aufnimmt vorne oder so, dass die Geometrie Nee, dann irgendwo nicht passt? das ist definitiv irgendein Fehler im Spiel. Also irgendwas haben die. Ich weiß nicht, ob's. Obwohl, wenn du es auf der Felsboden hattest, dann kannst du ja nicht an der Karte liegen. Nee, aber am Dreck. Am Trecker liegt Weiß es auf gar keinen Fall. Dann dass der würde er das. jetzt ja wieder runterfallen. Dann, es ist definitiv dann ja ein Fehler vom Flug selber. Nee, ich meine, dass diese Anhängerkupplung von deinem, dass die zu hoch oder zu niedrig ist. Dass das mit der Achse von der Geometrie her nicht passt. Über den Drehpunkt von der Achse. Ja, aber dann würde er jetzt ja, wo keiner dran hängt, müsste er dann ja, wenn er okay wäre, der Flug, wieder ganz normal auf dem Boden stehen. Und das tut er ja nicht. Er fliegt jetzt wieder, wo er nicht mehr angehangen ist. Das ist ja definitiv ein Fehler vom Flug. Okay, aber das habe ich beim Fat Action gesehen, wenn du diese hier, das ist, das hängt am Flug. Du kannst den Flug ja hier mit, na, rechts, links, oben auf der Map orientieren. Weißt du, wie ich mein? Ja. Wie er auf der Map dann erscheint. Ob er fliegt, ob er zu niedrig ist. Genauso werden da die Fußgänger laufen. Weißt du, wie ich mein? Kannst du Ja. ja höher setzen, tiefer setzen und genauso ist es mit dem Flug auch. Und ich glaube, Und das war jetzt dann. aber bis jetzt auch nur mit dem Flug das Problem, ne? Ja. Mit dem. Ja. Dann verkaufe ich den jetzt auch wieder. Dann müssen wir uns schon mal 40.000 gut schreiben. Ich gehe weiter arbeiten. Obwohl, für den kriegen wir jetzt ein bisschen mehr. Müssen wir uns 59 kostet er 15.
Also 35 im Gutschreiben. So. Jetzt braucht man natürlich trotzdem den zweiten Flug. Eigentlich einen nicht so großen, ja, den. Da gibt es aber nicht so viele. Naja, gibt es nur noch den anderen, den ich eigentlich selber gar nicht so gerne mag, diesen Salt Ford. Ja. Der finde ich fährt sich sehr merkwürdig, weil der halt so eine komische knickgelenkte Achse in der Mitte hat. Das hat der ganz große auch nicht. Der knickt nicht normal irgendwie in der Mitte ab. Das ist jetzt schon wieder ärgerlich, ne? Ein Tod musst du. Ja, vor allem haben wir keinen zweiten Traktor, der den ganz großen ziehen kann, glaube ich. Wie viel Power hat denn der JCB? Wie viel Power brauchst du denn für den? 550 eigentlich. Selbst der 1050 hat schon ein bisschen zu wenig Dampf. Ich wollte gerade sagen, das ist ja voll an Grenze dann. Ja, der JCB hätte nochmal 500 PS. Gut, auf den meisten Feldern wird das schaffen. Ja, du musst halt dann die Bahnen so legen, dass du nicht irgendwo berghoch fahren musst. Das Ding ist halt aber einfach letztendlich, dass der JCB gar nicht ursprünglich, also für so viel Feldarbeit gedacht war, ne? Das war ist ja Ja, eigentlich der eher war so ein halt. Transportfahrzeug. Der ist ja eigentlich nur als Zubringer gedacht. Ja, so zum Überladewagen ziehen und so eine Sachen oder halt auch zum Stroh einsammeln. Womit man halt immer wieder von Feld zum Hof fahren muss. Ja gut, wobei andererseits, obwohl wir, doch, wenn gepflügt werden muss ja eigentlich nur nach bestimmten Fruchtsorten. Ich miete den anderen jetzt einfach. Das war einmal den gesamten Bestand Dass runter. wir jetzt nochmal fertig werden und dann sollten wir vielleicht hoffentlich mit einem Flug auch auskommen. Das heißt, tun wir uns halt einen waschen zusätzlich. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es vielleicht auch irgendwann mal behoben ist mit diesem blöden Fehler. So, jetzt habe ich. Ja, Alter. Boah, ich hab den gekauft. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall Geld wieder gutschreiben, das ist Fakt. Und richtig merkwürdig finde ich auch. Alter, seit wann geht der Tempomat auf der Bremse nicht mehr aus? Dass andauernd meine Differentiale an sind, wenn ich irgendwie im Menü war oder im Shop. Kann es sein, dass das mit den zwei Mods, dass die miteinander irgendwas machen? Meinst du, die haben was miteinander? Wer weiß, Fehler. was da rauskommt. Einen ganzen Haufen Fehler. Gut, also wir müssen auf jeden Fall am Ende, werden wir hier gleich durchgepflügt haben, gucken, da muss ich den verticken und gucken, wie groß die Differenz ist zwischen dem, was wir haben und den 330.000 hatten wir, glaube ich, eben. 234. Was? Nee, 330, genau. Ja, 330 war, glaube ich, eben, was wir noch hatten. Eigentlich könnte man auch Feld 47, 48 zusammenpflügen. Weil die 47 ist so klein, aber dann würde ich sie eher mit der 46 zusammenlegen, glaube ich. Oha, Alter, der tut sich schwer gerade. Ich finde, bei mir ist es im grünen Bereich. Aber auf die 47 kann man halt Sachen machen, die, wo man halt nicht so viel von braucht. Wie Rüben oder sowas, dass man da immer mal eine kleine Ladung drauf macht.
Ja, bis wir uns Schweine holen können, dauert es eh, weil wir auf jeden Fall einen Rüben- oder Kartoffelroder brauchen. Okay, ich sag mal so, den kann man ja für die Ernte sich kurz mieten. Mit den 3 Metern, aber der schneller findet. Ja, Ich wenn, dann finde würde ich, glaube das. ich, eh Rüben ernten, bevor ich Kartoffeln ernte. Ja, das auf jeden Fall.